So, wir haben Pfote, das ist 2, dann haben wir Berg, ist 6, wir haben dann die 5, die 3 und natürlich auch die 8. 2, 6, 5, 3, 8. Die 2, 6, 5, 3, 8. Na bitte, es blinkt nicht, also kann es gar nicht so interessant sein. Oder wichtig. Vorhänge, Schloss, Sch das ist ein Wort, wa? Vorhänge, Schloss, Schlüssel halten. Und ein Puppenkopf. Hier ist noch eine Liste mit Namen und Datumsangaben. Die letzten beiden Einträge sind Nicole und Tim Green. Die beiden schon wieder. 16.07. Das war vor 2 Wochen. 16.07. Notiere ich mir nur mal so. Sonst. Puppenkopf. Das geht nicht. Sieht bereits aus der Ferne sehr gruselig aus. Oha. So. Datumsangaben. 16.07. Sonst nichts weiter. Moment, wir hielten Puppenkopf. Puppenkopf und Datumsangaben. Eine Kiste mit Spielzeug. Sahen wir irgendwo eine Puppe? Nein, wir sahen nirgendwo eine Puppe. Dann gehen wir erstmal wieder. Was ist hier nur los? So, gehen wir noch einmal zurück zu Apartment 1. Es sei denn, uns wird jetzt wieder eine Sequenz um die Ohren geschmissen. Hier, zwei Personalausweise. Nicole und Tim Green. Und die Reifen fehlen. Das Auto wurde tatsächlich ausgeschlachtet. Diese Drecksäcke. Okay, schauen wir nochmal. Das war der 16.07. Das bedeutet anscheinend nichts. Okay. Huch. Wohin gehen wir jetzt? 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 Einfach mal hier durch. Wir haben einen Puppenkopf. Ein Polizeirevier, die Tür ist abgeschlossen. Mensch, hier arbeitet aber auch niemand mehr. Dieses faule Gesindel. Den würde mal so eine richtige Ohrschelle gut tun. Einfach mal ein paar Backenpfeifen. Moment. Also nicht, dass wir hier irgendwo einen Eingang übersehen. Aber so ist das Spiel nicht designt. Okay. Wir können also nur dort hinein, wo wir ganz offensichtlich, nun ja, hinein können. Okay. Fehlt noch. Was haben wir im Inventar? Puppenkopf, Taschenmesser, Insektenspray. Ein Vorhängeschloss öffnen. Ah, richtig, den erhielten wir auch noch. Wo war ein Vorhängeschloss? Wo war ein Vorhängeschloss? Vorhängeschloss, Vorhängeschloss. Wo war eines? Oder verwendeten wir den Schlüssel bereits? Apartmentschlüssel 1. Ne, den erhielten wir doch vorhin erst. Wir haben vorhin sehr viel erhalten. Ein Puppenkopf. Womöglich auch den kleinen Schlüssel und dann war da noch eine Liste mit Datumsangaben. Das war ein bisschen zu viel für meinen Kopf. Daher bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Nein, ich bin dabei. Vorhängeschloss. Sandra war sehr verdrossen, denn die Tür blieb fest verschlossen. Das sind womöglich die Apartments, in denen noch jemand wohnt. Der Pfeil bedeutet ja 3. 3, 3, 3. Die Nummer von Devil, Junior Devil. Die Tür ist abge... Moment, 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 Moment.
Bei einem kleinen Garten, oder? War es nicht beim kleinen Garten? Man kann sich hier relativ fix verlieren. In dieser Stadt, aber auch nicht so arg. Finde ich gut. Tür ist abgeschlossen. Nee. Hm. Also das Stadtdesign finde ich aus... Hier hat vor kurzem jemand was vergraben. Aus Sicht des Gameplays ist das Stadtdesign gar nicht mal so schlecht. Es ist... fast anspruchsvoll, kann man sagen. Aber nicht zu kompliziert. Brauchen wir jetzt vielleicht noch einen neuen Gegenstand? Mehr Bammel. Nee, anscheinend nicht. Wir kamen sie... Oh, dieser Teleport. Und das ist dann wiederum das Schlechte, wenn man Perspektivenwechsel einsetzt. Dann sollte man auch die Teleports vernünftig einsetzen. Automat. Ich komme nicht drauf. Oder wir müssen wieder in eine Sequenz rennen. Wäre auch möglich. Ach, rechts neben der Jalousie ist ein Loch für eine Kurbel. Dann brauchen wir noch eine Kurbel. Okay. Kurbelt. Abgeschlossen. Ihr habt das... Es ist nur das Wind. Zwei Wochen. Das bedeutet wahrscheinlich nicht viel. Ihr habt das sicherlich sehr viel besser im Kopf als ich. Ihr wisst bestimmt, wo wir hin müssen. Ich hab's nur leider verdrängt. Hier war's nicht. Moment. Ich weiß wo. Halt, stopp. Jeglicher Alarm zurück. Spielt den Alarm rückwärts ab. Und zwar mit grünem Licht. Genau hier meinte sie doch, dass ein Vorhängeschloss. Genau. Da wird sicherlich nichts schief gehen. Oh wei. Aus dem Laden kommt ein sehr unangenehmer Geruch. Die Tür ist aber sowieso abgeschlossen. Der hat doch mal einen seltsamen Nachnamen. Butcher. Das sieht aber nicht gerade sicher aus. Ob das Brett hält? Schön, dass ihr das nochmal prüft. Scheint stabil zu sein. Ich provoziere es einfach. Wisst ihr, was ich auch gut finde? Diese Spalte. Die ist dreidimensional. Und nicht einfach nur ein Schatten. Ein komplett schwarzer Schatten, der auf... die Karte geklatscht wurde. Nein, man sieht wirklich, da sind Risse im Boden. Nice. Okay. Irgendein Gerümpel. Sorry. Ein Windrad. Das ist cool. Oh, hi. Du bist also natürlich wach. Hast du ganz schön lange geschlafen? Ich habe noch keine echte Stimme für ihn. Was machst du da? Ich wollte nur mal sehen, ob noch Geld und Tresor ist. Oh, du Wichser. Diese Stadt ist krank. Ich will einfach nur weg. Aber überall sind diese riesigen Skorpione. Ich weiß, ich habe die Viecher auch schon gesehen. Irgendwo gibt es hier bestimmt ein Auto, das läuft. Werd mich nachher mal umschauen. Wenn du eins gefunden hast, nimmst du mich dann mit? Na klar, so eine Begleitung habe ich mir schon immer gewünscht. Ach, Calvin. Sofort, wenn ich ein Auto gefunden habe, hole ich dich schon, wir hauen zusammen ab. Na, danke. Mach dir mal keine Sorgen, ich spring uns schon hier raus. Du kannst erstmal zum Hotel zurückgehen, ich suche währenddessen nach einem Auto. Okay. Aber erstmal nehme ich diesen Schlüssel. Apartment Schlüssel Nummer 2 erhalten. Tür ist abgeschlossen. Und die Sandra, wow, wurde noch sehr viel mehr verdrossen. Wir sehen uns zuerst hier weiter um.
Die Platte kriege ich nicht hoch, die ist viel zu schwer. Ich brauche etwas, um sie aufzustemmen. Vielleicht einen großen, starken Mann. Wo ist denn diese Pension? Der Typ aus dem Hotel meinte doch, sie wäre am anderen Ende der Stadt. Huch, plopp. Na, das ist ja auch alles voller Skorpione. Show, don't tell. Karte, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind sehr nah am Hotel. Und wir müssen die Karte tatsächlich immer wieder drehen in irgendeine beliebige Richtung, je nachdem, wie gerade die Perspektive ausschaut. Wunderbar, wunderbar. Nicht so wunderbar, aber geht schon. So, dann gehen wir mal schnell zurück zum Motel, um ins zweite Apartment zu gelangen. Wir sind ja mehrfach über diese Bretter gelaufen. Die werden wohl halten. Huch. Das wusste ich. Ah, mein Hintern. Jetzt ist meine Hose ganz nass. Ich habe mir den Nagel abgebrochen, ich habe Spliss, ich habe Kopfweh, meine Güte, mein Bein ist so ziemlich weh, aber ist zum Glück nicht gebrochen. Oh. Wie soll ich dort nur wieder hochkommen? Gute Designentscheidung war auch, dem Spieler direkt zu sagen, ja, jetzt kannst du eigentlich wieder zum Hotel gehen und hey, du hast sogar einen richtigen Grund dafür, denn hier kriegst du erstmal einen Apartmentschlüssel. Also wird sich der Spieler erstmal daran machen, wirklich zum Hotel zu gehen, um weiter zu erkunden. Der freut sich schon drauf, dann zack, fällt er erstmal runter. Damit konnte er nicht wirklich rechnen. Wie gesagt, das Spiel ist echt gar nicht mal so schlecht. Wie soll ich dort nur wieder hochkommen? Jack? Jack! Sandra! Ellen! Ich bin hier unten! Im Loch, aber wie? Das Brett ist eingebrochen, Rochen. Ich weiß auch nicht. Ich ist da doch so stabil. Aus. Bitte hol mich hier raus. Okay, aber ich muss erst nach einem Seil suchen, Huchen. Bist du verletzt? Es ist eine Höhle. Nein, ich denke nicht. Bitte beeil dich, ja? Ja, mach ich. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Ich hoffe, er findet schnell ein Seil. Ah. Oh. What is this? What is this madness? Oh. Okay. Schön, dass wir vorher speichern. Konnten wir vorher speichern, oder? Ventil erhalten. Okay. Oh yeah. Einen Stromverteilerkasten. Ein Stromkabel und ein Stromkabel. Okay. Ja, dann müssen wir das Vieh wohl irgendwie loswerden. Am besten mit einer Kombination aus Wasser und Strom. Dort steht etwas davon, dass der Generator nur mit Diesel gefüllt werden darf. Ein Dienstplan für irgendwelche Arbeiter. Ich habe sonst keine Probleme. Im Raum ist es stockdunkel, da gehe ich nicht rein. Oh, ein Monster! Ah, im Raum ist stockdunkel, da gehe ich nicht rein. Oh, ein Monster! Ah, im Raum ist es stockdunkel, da gehe ich nicht rein. Wo ist es denn? Wahrscheinlich steckt es irgendwo fest. Irgendein Generator. Hier kann man ein Ventil einsetzen. Wo ist das? Ach, da oben. Das ist ein bisschen dumm. Karte vom Untergrund erhalten. Show me. Okay. Ja, ist ja nicht so kompliziert. Okay. Nun gut. So komme ihr her. Heiße Luft, das kenne ich. Ein Ventil, radförmiges Ventil. Zack, bang, bubbly bang. Oh. Sperr mich nicht ein. Ja, ob das jetzt eine so gute Idee war? Das erfahren wir in der nächsten Episode von... Kabelzange halten. Na, ah, oh Gott! Türen öffnen, der Monster! Wieso müsst ihr Hände haben? Verflucht seid ihr und die verdammte Evolution! Das Fass ist fest verschlossen! Schreibt Straße mit Doppel-S, aber Fass mit SZ. Warte mal, ich hab nicht richtig aufgepasst. Was haben wir hier? Eine Kabelzange. Eine Zange mit der Senke. Ah.
Na, wo müssen wir das nur einsetzen? Eingang wurde zugemauert. Auf dem Stein steht eine 3 und darunter die Zahl 5. What? Müssen wir jetzt auch noch Mathe-Rätsel lösen? 3 und darunter eine 5. Auf dem Stein steht eine 4 und darunter die Zahl... Oh Gott. 4. 1. Uiuiui, hier kommt ja alles zusammen. Moment, hier war der Stein. 3 und darunter eine 5. Und die Reihenfolge kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir auch nur Zahlen addieren. Ich wollte es mal ausprobieren. Das riecht hier so nach Hühnchen. Game over. Macht nichts.